Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable. Und zwar geht es heute um die neuen Andalusier. Die sind jetzt überarbeitet worden und ich freue mich mega darüber, denn wie ihr vielleicht wisst, ist eine meiner Lieblingsrassen der Lusitano und die Andalusier haben ja denselben Rassenstamm, soweit ich weiß. Also es sind verwandt sozusagen, die Pferde, wenn man so will. Ich bin mega gespannt darauf. Hier in Fort Pinter steht der erste, da sieht man ihn auch schon ein bisschen. Das ist dieser Apfelschimmel, also dieser graue mit diesen Flecken. Der ist auch wirklich schön geworden. Und der hat ja vorne so schwarze Augen. Ich habe mich allerdings schon gegen diesen entschieden, auch wenn er wirklich schön ist. Ich habe ein Bild von einem anderen gesehen und habe mich direkt verliebt und da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Ingame aussieht. Deswegen möchte ich da jetzt erstmal noch warten. Aber die Andalusier, die, wie ihr seht, kosten 950 Starcoins. Ich habe 950 Starcoins. Das liegt daran, dass ich damals ja das Lifetime geholt habe. Da waren ja Starcoins mit dabei. Da habe ich mir meine Flutter Cherry, mein Lusitano gekauft. Und hatte noch ein paar Starcoins übrig und da man ja, wenn man Lifetime hat, jeden Samstag nochmal 100 Starcoins bekommt, habe ich jetzt das ansparen können, zum Glück. Also es wird dann, wenn jetzt in Zukunft noch weitere Pferde rauskommen, wird das jetzt eine ganze Weile dauern, bis ich mir ein neues Pferd kaufen kann, weil ich zumindest momentan nicht vorhabe, Starcoins zu kaufen. Aber das ist jetzt alles nicht so interessant. Ihr seht hier die Werte. Er hat Stärke 3, Disziplin 2, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 0 und Agilität 2. Also ich finde eigentlich ein recht gutes Pferd von den Werten her. Hier für diesen in Fort Pinter braucht man auch nur Level 1. Den kann man sich also sofort holen, sobald man die Starcoins hat. Die anderen beiden benötigen, wenn ich es richtig weiß, Level 5. Und dann würde ich sagen, dann lesen wir uns das mal kurz durch. Wenige Pferderassen sind so eng mit der Geschichte Europas verwoben wie der Andalusier. Möchte man seinen Ursprung und seine Geschichte erläutern, muss man tief in die Geschichte Spaniens eintauchen. Denn das mittelalterliche Alt-Andalus beschreibt den muslimischen Teil Spaniens, in dem das Züchten von Pferden und die Reitkultur eine Blütezeit erlebten. Damals wurde der Grundstein für viele moderne Rassen gelegt. Die Begriffe Andalusia und PRE, Pura Raza Española, werden oft gleichbedeutend verwendet. Aber nur Pferde, die in den offiziellen Zuchtbüchern stehen, werden tatsächlich als PRE oder PRE klassifiziert. Die berühmteste Blutlinie der Andalusier wurde im 15. Jahrhundert von den Kartäusermönchen in Jerez de la Fonteira also geschaffen. Pferde dieser Blutlinien, die sogenannten Kartäuserpferde, sind auch heute noch sehr begehrt und ebenso selten wie schön. Ihre wendige und kompakte Statur und ihre eleganten, erhabenen Bewegungen machen die Andalusier zu idealen Reitpferden, die jahrhundertelang von europäischen Adel geschätzt wurden. In seinem Ursprungsland Spanien war das Pferd der Könige allerdings eine wertvolle Hilfe bei den Aufgaben des Alltags und wurde in allen Lebensbereichen eingesetzt. Andalusier zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit Vieh arbeiten und Kutschen ziehen können, sich aber auch während der Ferias als stolze Paradepferde präsentieren. Gott, was für viele Fremdwörter hier. Im Laufe der Jahrhunderte blieb diese Rasse durch starke Selektion und strenge Zuchtbedingungen erhalten. Ihr Aussehen hat sich nur wenig verändert. Der Andalusier ist ein ausgewogenes Pferd mit guten Proportionen und starker runder Kruppe, was ihm natürlich Fähigkeit zur Versammlung verleiht. Okay, das sind Fachbegriffe, wo ich jetzt nicht unbedingt viel mit anfangen kann, aber das macht ja nichts. Andalusier sind vielseitige Pferde, die in allen Bereichen des modernen Pferdesports zu finden sind. Aber ihre wahre Stärke liegt im klassischen Dressurreiten, wo sie die höchsten Stufen der hohen Schule erreichen können.
Das einprägsame Bild des feurigen spanischen Pferdes ist selbstbewusst und edel in seiner Haltung, ist tief in der Reitkultur verwurzelt und Bestandteil vieler Träume von Pferdebesitzern. Wer sich seinen Traum eines königlichen Pferdes des Barock verwirklichen möchte, für den ist der Andalusier die beste Wahl. Ja, also wie ihr seht, die Andalusier haben eine sehr starke Geschichte und wie gesagt, da gibt es auch noch irgendwie andere Pferde, die damit irgendwie verwandt sind, wie eben auch der Lusitano, der gehört irgendwie in dieselbe Art hinein. Ich kenne mich damit aber auch nicht so wahnsinnig gut aus. Aber ich mache mich mittlerweile schon mal auf den Weg zum Silverglade Landgut, denn dort stehen dann die anderen beiden. Und ich habe leider noch keinen Transporter dahin, da ich mit den Quests noch nicht so weit bin. Verzeiht mir das bitte. Ich meine, ihr wisst ja, wie weit ich bin. Ihr habt meinen Quest-Vorschritt ja miterlebt. Und klar, wenn man das über ein Let's Play macht, dann kommt man mit den Quests natürlich nicht ganz so schnell voran. Ich könnte zwar auch zwischen den Folgen was machen, aber dann verpasst ihr halt einiges. Da müsst ihr mir vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das haben mögt, ob ich auch Quests offline machen soll, damit ich hier etwas weiter bin und dass wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr machen können. Oder ob euch das so gefällt, wenn ich die Quests hier alle im Let's Play zeige. Das müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Da werde ich mich dann mal ein bisschen danach richten oder mal schauen, was für Resonanz ich da bekomme und was ihr alle davon so haltet. Und oh, ich bin mega aufgeregt. Ich glaube, das merkt man schon. Ach Gott, Flower Kiss gibt Gas. Ich möchte die anderen beiden in-game sehen. Ich bin so gespannt. Ach Gott, ich freue mich so. Vielleicht könnt ihr ja raten, welchen ich mir ausgesucht habe. Falls ihr überhaupt schon wisst, welche Farben es gibt. Also wie gesagt, in Fort Pinta ist ja der Apfelschimmel. Und in Silverglade sind nochmal zwei andere Farben. Ach Gott. Ich bin echt aufgeregt und gespannt. Tut mir leid. Ich bin gerade wirklich so ein bisschen hibbelig. Und ach Gott, mein Pferd kann einfach nicht schneller. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich sie gerade ansporne. Oh, da habe ich mich verritten. Ah, komm Süße. Naja, wir sind ja gleich da. Ich weiß. Aber ich will schneller sein. Ach so, ein Mist, dass ich den Transporter noch nicht habe. Habt ihr euch denn schon einen Andalusier geholt oder werdet ihr euch einen holen? Und wenn ja, welchen? Holt ihr euch jetzt schon einen oder wartet ihr noch auf die anderen drei Farben, die kommen werden? Oder waren es vier? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Und dann bin ich auch mal gespannt, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr euch einen geholt habt, wie ihr ihn genannt habt, weil ich habe auch schon einen Namen im Kopf. Wie gesagt, ich habe ein Bild gesehen und habe mich eigentlich direkt verliebt. Ich finde sie alle toll, also wenn ich die Starcoins hätte, würde ich mir alle kaufen, aber das habe ich leider nicht. Und ja, wie gesagt, ich habe ein Bild gesehen und dachte mir, oh, den muss ich haben. Da ist mir sofort ein Name dafür eingefallen und ja, da freue ich mich drauf. Also wenn der jetzt nicht mich in-game jetzt nicht enttäuscht und ganz anders aussieht, dann weiß ich schon, welchen ich mir holen werde. So, und wie ihr seht, hier sind ganz, ganz viele Leute. Und dann schauen wir hier mal. Hier steht einmal der Weiße. Oh mein Gott, den sieht man gerade gar nicht, weil so viele da sind. Ich klicke ihn mal an. Wie ihr seht, der ist richtig schön weiß. Das ist mir aufgefallen, ist nicht bei allen weißen Pferden so. Oh, der ist aber sehr hektisch gerade. Beruhig dich mal ein bisschen. Du musst nicht so aufgeregt sein. Ja, so ist besser. Wie ihr seht, der hat auch eine ganz schöne Mähne. Also das hatte der andere natürlich auch. Aber bei dem anderen war sie halt mehr gräulich, durch die Farbe einfach bedingt. Der ist so richtig schön weiß und hat so ein schwarzes Mäulchen. Die Werte sind natürlich die gleichen, aber wie ihr hier seht, man braucht Level 5. Und dann schauen wir uns jetzt eben noch den anderen an. Das ist der hier daneben. Genau. Und das ist der Fuchs. Und ich finde den wunderschön.
Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch schon wissen, dass ich mich für diesen hier entschieden habe. Und da will ich jetzt gar nicht mehr lange rumfackeln. Und zwar kaufe ich mir den jetzt direkt und dann schauen wir uns den im Stall an. Oh, ich finde den so schön. Ich habe mich direkt verliebt, als ich das Bild von dem auf der Hauptseite gesehen habe. So. Und dann Bowstorm. Das ist natürlich auch ein schöner Name. Aber wie gesagt, ich habe mich schon für einen entschieden, da ich habe den gesehen und habe sofort den Namen im Kopf gehabt und gedacht, oh ja, das ist mein Pferd. Also, wo haben wir es denn hier? Ich suche, wo ist es denn? Da, Star. Und nicht Starstorm, sondern... Na, da bin ich schon dran vorbei. Starfire. Ich weiß nicht, ich finde, der Name passt zu ihm. Und das, wie ihr schon hört, es ist für mich ein Hengst. Und dann habe ich mein Starfire gekauft. Oh, ich freue mich total. Komm, Ladebildschirm, mach schneller. So, und ich porte mich auch direkt zurück. Also ich lasse mich abholen. Ich porte mich natürlich nicht. Ja, ich fahre mit dem Transporter zurück. Ach, diese Ladebildschirme. Ja, okay. Gleich haben wir nochmal einen Ladebildschirm. Und ich habe mich genau in die falsche Richtung gedreht. Sowas passiert mir immer, wenn ich aufgeregt bin. So, wo steht er denn? Ich stelle ihn mal eben hier vorne rein. Und dann steige ich auch kurz ab. Und sortiere meine Pferde. Jupp. So, jetzt steht hier vorne meine Flower Kiss, hier steht meine Flutter Cherry und hier steht mein Starfire. Hallo, mein Hübscher. Ah, Entschuldigung. Da habe ich ganz kurz versehentlich die Aufnahme gestoppt. Hoch. Oh, ist er nicht hübsch? Oh, ich finde den mega schön. Na, mein Hübscher? Ja. Na, wie süß. Na. Dann tun wir dich mal kurz ein bisschen hübsch machen. Erst bekommst du ein bisschen Wasser. Ja. Oh, das mag er. Und gestriegelt wird er auch. Oh, wie er das genießt. Hufe auskratzen. Ja, da ist er ein bisschen skeptisch. Gut. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja noch nicht viel Ausrüstung. Ich habe ja die vom Lifetime Shop und da habe ich mir gedacht, ich ziehe die Orkansachen an. Allerdings weiß ich noch nicht. Ich denke, ich nehme die rote Decke. Die passt zu ihm sehr gut. Und ich habe noch diese Gamaschen dazu. Dann haben wir so ein bisschen braun-rot gehalten. Und oh mein Gott, ist der schön. So, dann gehen wir mal gucken. Oh wow. Oh Leute, ich bin verliebt. Ich bin echt verliebt. Guckt mal, wie schön der läuft. Also erstmal im Schritt. Na, komm im Schritt. So ganz entspannt. Ja. Und der Trab ist einfach richtig schön. Oh. Schaut mal, wie majestätisch der läuft. Oh, wow. Ich finde das mega schön. Dann dieser Galopp. Und noch ein bisschen schneller, komm. Oh, da sieht er irgendwie, ich weiß nicht, da nimmt er den Kopf ein bisschen tief runter, oder? Und ganz schnell, oh ja, oh wow. Oh, das sieht mega schön aus.
Und springen tut er. Wow. Der springt ja richtig schön. Oh, ja. Und gegen die Wand rennen kann ich natürlich auch. Ja, da kann das Pferd natürlich nichts dafür. Oh, seht mal, wie schön der Schweif ist. Fällt mir gerade jetzt erst auf. Oh, Leute, ich bin verliebt. Ich habe mich echt in dieses Pferd verliebt. Oh, wie die Mähne mitweht. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, die Lusitanos und die Andalusier sind beides meine Lieblingsrassen. Ich finde die mega. Einfach nur mega, mega, mega. So, und dann kann er noch was Spezielles. Und zwar den spanischen Schritt oder sowas. Wartet mal kurz, ich habe hier eben so einen Anzeigebug. Ach genau, ich wollte mir ja auch noch... Sorry, ich bin gerade mega hebelig und durcheinander. Ich wollte mal gucken, wegen Klamotten. Also ich wollte erstmal hier diese Ohrringe anziehen. Die sieht man jetzt zwar nicht gut, aber ich wollte mal wieder die Brille ausziehen. Und dann... Ja, das passt nicht ganz so gut. Vielleicht das da mit diesem Schleifchen da vorne dran. Hm? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh Gott, ist das Pferd schön. Also ich bin mega happy. genau, ich wollte euch diesen Spezialschritt zeigen. Und zwar macht man das, wenn das Pferd still steht und dann auf die Leertasche drückt. Oh, oh wow. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich weiß, dass es das im Dressurreiten gibt, dass die Pferde das wirklich so machen. Aber okay. Ja gut, das gehört halt zum Dressurreiten. Ich kenne mich damit nicht wirklich aus, aber das ist ein sehr spezieller Schritt. Und oh wow, oh wow. Das hat mir bei den Lusitanos nämlich nicht gefallen, dass die so, oh, ja, dass die so komisch die Beine so nach vorne gemacht haben. Aber bei dem sieht das ja richtig schön aus. Er wird zwar ein bisschen steif, aber oh wow. Das gefällt mir mega gut. Ich fand das bei den Lusitanos, wie gesagt, nicht ganz so schön, dass die Beine so nach vorne werfen. Ich weiß auch, dass das verschiedene Pferde machen und dass das natürlicher ist. Aber das gefällt mir richtig gut. Gut, wie gesagt, er wirkt ein bisschen steif und geht dann ein bisschen schnell runter. Aber das, wow. Da kann man sicher wunderschöne Fotos mitmachen. Ja, dann habe ich auch schon mal wieder überzogen und tut mir leid. Aber ich fand das jetzt mega mit diesen Pferden und wie ihr seht, ich freue mich tierisch darüber. Ich finde die wunderschön, also alle davon. Wie gesagt, ich würde mir alle kaufen, wenn ich könnte. Aber wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bekommst du jedes Mal mit, wenn ich eine Folge hochlade. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao, bye, bye.